Haider zum Thema The Power of Communities of Practice. Dann sage ich auch schönen guten Abend irgendwie zur Eröffnung der Nürnberger Webweek auf dem Webmontag. Mein Name, Stefan hat es schon gesagt, Martin Haider. Ich bin freiberuflicher Agile Coach und eben auch Organisator irgendwie vom Agile Monday. Und The Power of Cops, da werde ich heute ein bisschen drüber sprechen, am Beispiel vom Agile Monday, wie sich so Communities entwickeln können und einfach mal Mut machen, hier in die Runde, dass ihr vielleicht auch selber mal eine Community irgendwie ins Laufen bringt. Das heißt, die Cops, das sind nicht irgendwie die Polizisten, sondern die Communities of Practice. Und nachdem morgen Pechakcha Night ist, mal kurze Handhebung, wer kennt auch Pechakchas? Ein paar. Habe ich mir die Herausforderung gestellt, hier irgendwie auf Pechakcha-Format zu machen. Das heißt, die Folien gehen dann automatisch alle 20 Sekunden. Und ich versuche dann dementsprechend drüber zu sprechen. Ich hoffe mal, dass mir das gelingt. Okay. Es begann am 31.01.2010. Da hat der Bernhard Findeis aus München mich angesprochen, dass die Agile Community hier irgendwie in Franken unterrepräsentiert ist und wir sollten da was machen. Ja, gesagt, getan. Haben wir gedacht, okay, dann rufen wir doch eine Community ins Leben. Und schon im März, ihr kennt das vielleicht, meines standesgemäß, dass es in einer Kneipe stattfindet, das ist im Barfüßer, hatten wir das erste Treffen, es waren 20 Leute, sie waren nicht nur aus Franken, wir hatten auch ein paar Münchner drunter, aber wir waren tolerant, wir haben gesagt, ihr dürft auch mit rein. Und ja, das war das erste Treffen und jetzt seitdem ist eine ganz schöne Zeit vergangen. Wir haben seitdem 7 Locations durchgemacht, bevor wir jetzt in den Coworking Spaces Nürnberg und Fürth immer alternierend uns bewegen. Wir waren auch einmal im Le Méridien. Das ist ganz interessant, es gibt auch andere Communities, wie zum Beispiel den Swinging Monday, was auch immer das sein mag. Aber es hat, glaube ich, mit Musik zu tun, also nichts, was ihr vielleicht dachtet. Wir hatten bisher 39 Events. 39 Events mit über 20 Speakern und Facilitatoren. Wie gesagt, auf 7 Locations, wir sind normalerweise 11 Monate, jeden dritten Montag im Monat, wenn nicht gerade Webweek ist, dann weichen wir auch mal aus und sind dann am 4. Ja, und der Geburtstag ist dann sozusagen schon bald da. Wir haben mehr als 400 Members, weil es irgendwie vorhin auch kam, dass Franken recht gut vertreten ist. Wir sind, glaube ich, die 5-größte lokale agile Community in Deutschland. Es gibt ein paar in Berlin, es gibt irgendwie Hamburg, es gibt noch irgendwie dann München und Dresden interessanterweise. Aber danach kommen schon wir, ja, um die Franken mal so auf die Schulter sozusagen zu klopfen. Wir hatten mehr als 700 Participants. Wer irgendwann mal so eine Community ins Leben ruft, sollte sich auch im ersten Jahr nicht so entmutigen lassen, wenn vielleicht mal bloß 7 oder 10 da sind. Das kommt schon ins Laufen. Aktuell sind wir jedes Mal so 30, vielleicht sogar mal um 35 Leute. Und wir machen nicht nur Vorträge, oder um es anders zu sagen, wir machen eigentlich ganz selten Vorträge. Es sind dann sehr innovative Formate, ob das jetzt Fishbowl ist oder ob das interaktive Geschichten sind. Also Vortrag eher selten. Das heißt, die Teilnehmer werden eigentlich immer mit eingebunden. Ja, und es liefert echten Wert. Jetzt schaue ich mal in die Runde, all diejenigen, die hier sozusagen in den Communities schon unterwegs sind. Was ist denn der Wert, den ihr letztendlich selbst aus den Communities rausbekommt? Was ist denn das? Ja? Wieso kommt ihr da hin? Ein Grund ist natürlich, Erfahrungen auszutauschen. Das ist so ein Beispiel, es ging einen Vortrag zum Thema Software Anti-Aging, eine sehr feminine Betrachtungsweise zum Thema Softwarequalität. Er hat damals Angelika Klitas irgendwie vor der Datev gehalten und man sieht, es sind eine ganze Menge Leute, die da waren. Natürlich nicht zu vergessen, Spaß haben. Ich weiß nicht, wer kennt im Raum die Marshmallow Challenge? Hat es schon mal jemand gemacht? Ah, nur eine einzelne Hand. Kann ich jedem mal empfehlen, um iterative, inkrementelle Entwicklung sozusagen einem nahezubringen. 20 Spaghettis, ein bisschen Klebeband, ein bisschen Schnur und ein Marshmallow, der oben drauf sein muss. Ja, oder das hier, das ist Frank Jenisch, der irgendwie aus Berlin zu uns kam und der gesagt hat, was können große Unternehmen von kleinen letztendlich, von Startups lernen? Das war einer der wenigen Vorträge, aber es war derjenige, der Vortrag, oder der, sagen wir, die Session, die am meisten besucht hat, da hatten wir fast 40 Teilnehmer. Es ist ein viel about learning. Es ist interessant, wenn irgendwie einzelne Buchstaben abgeschnitten werden, was dann letztendlich entsteht. Es ist eigentlich irgendwie das Lernen. Aber man kann natürlich daraus auch was gewinnen. So gesehen ist es auch ein Earning. Und hier ist es in dem Fall auch wieder eine interaktive Session gewesen.
Und nicht zu vergessen, sich gegenseitig zu ermutigen, Dinge auszuprobieren. Das ist eine Session zum Thema testgetriebene Entwicklung. Das war mittlerweile auch schon über 3 Jahre her. Und da die Teilnehmer zu sagen, probiert das bei euch aus. Versucht das doch mal. Und sich da den Mut in den Communities auch zu holen. Und nicht zu vergessen, hin und wieder mal eine Schulter, an der man sich ausweinen kann. Also wer mit agilen Vorgehensweisen, sagen wir Scrum und Kanban in größeren Unternehmen unterwegs ist, der denkt sich manchmal, oh, könnte das nicht auch ein wenig leichtgewichtiger sein? Und da ist natürlich so eine Schulter auch wichtig. Aber es geht nicht nur allein um den Agile Monday. Ich habe mal so ein Wordle gemacht, um aus den ganzen Communities, die letztendlich sich im Rahmen des Webmontags oder der Webweek sozusagen zusammensammeln. Es sieht, Stammtisch ist relativ groß. Am Montag finden anscheinend auch viele Sachen statt, ja, nachdem die Geschichten recht groß sind. Und da ist jetzt die Frage, was könnt ihr dazu beitragen, dass Communities wirklich funktionieren? Was könnt ihr machen? Wie könnt ihr euch beteiligen? Wie könnt ihr das unterstützen? Eine Möglichkeit ist natürlich mal vorbeizuschauen. Ja, zu besuchen. Oder ich finde den Satz hier ganz nett. Care more than others think is wise. Sich ein bisschen mehr zu kümmern. Sich mehr einzubringen. Und ein Kollege von mir aus England hat mir gesagt, caring is sharing und sharing is caring. Da sich auch ein bisschen mit einzuhängen. Natürlich dann der nächste Schritt, das Dinge wirklich einzubringen. Vielleicht mal einen Vortrag, eine Session zu halten. Und das kann am Agile Monday sein, das kann am Webmontag sein, das kann auf der PHP User Group sein, Joomla User Group. Dinge, die euch halt interessieren. Und der nächste Schritt, vielleicht interessiert euch ein Thema so sehr und ihr wisst, es gibt noch gar keine Community dazu. Dann ist die Frage, warum nicht einfach Gleichgesinnte finden, so wie mich Bernhard vor mehr als 3 Jahren angesprochen hat. Hey, lasst uns was auf die Beine stellen und lasst uns das sozusagen leben. Und lasst euch nicht entmutigen, wenn es am Anfang vielleicht ein bisschen weniger Leute sind. Die kommen, das sind die Richtigen. Und was sich hier drin steckt, es ist Großes und ich sag mal auch Großartiges in allen von uns. Und heute kann der Start von einer neuen Community sein. Vielleicht ist hier der Gedanke schon im Raum. Vielleicht hier vorne, vielleicht hier hinten, vielleicht hier oder vielleicht entsteht er auch erst im Rahmen der Webweek, wo er sagt, oh, ja, das Thema treibt mich so, da möchte ich mehr und mit anderen was draus machen. Und vielleicht ist dann in 3 Jahren soweit, dass genau diese Community auch ihren 40. Event feiert, wie der Agile Monday nächsten Montag. Wäre doch klasse, oder? Ja, würde mich auf jeden Fall freuen. Ich komme und spendiere eine Torte dafür. Ja, und wen das neugierig gemacht hat, auf den Agile Monday oder vielleicht auf die anderen Communities, Agile Monday, wir sind so am 3. Montag im Monat oder eben nächste Woche. Aber ich ermutige euch auch, zu den ganzen anderen Veranstaltungen zu gehen, die letztendlich im Rahmen der Webweek stattfinden, weil es ist einfach viel, viel Interessantes da. Nur so ein kleiner Teaser, das ist sozusagen das Thema für den nächsten Agile Monday. Es geht nicht nur um Software, sondern es geht in dem Fall um Impact Mapping. Wie kann man irgendwie feststellen, welche Software oder welche Teil der Software überhaupt als nächstes entwickeln will. Ja? Und dass Communities nicht nur lokal sind, möchte ich an einem anderen Beispiel zeigen, so ein Global Beispiel, das ist der Global Day of Code Retreat, der am 14.12. stattfindet im Coworking Space in Fürth, wo auf der ganzen Welt letztendlich Code Retreats stattfinden an diesem Samstag. Und insgesamt, letztes Jahr waren es glaube ich an 200 verschiedenen Plätzen. Das heißt, es kann ganz Großes aus kleinen Beginnen stehen. Ja, ich ermutige euch, macht was, packt was an und ein kleiner Tipp, es ist ganz gut, sich ans Ende nicht im Mittelpunkt zu stellen, damit Communities gut wachsen können. Das ist zumindest meine Erfahrung. Und viel Spaß in der Webweek. Dankeschön, Martin.